Zuschauer, Agatha Christie, die Schriftstellerin, hat mal sinngemäß gesagt, es gibt keine größere Freude im Leben, als den Partner oder die Partnerin zu finden, den man den Rest seines Lebens ärgern kann. wenn Paare allerdings nicht mal mehr die Energie aufbringen, sich gegenseitig zu ärgern, sondern einfach nur noch stumm nebeneinander herleben, dann treten diese beiden Frauen in Aktion. Moment. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Das letzte Mal heute. Ich begrüße ganz herzlich Nuni Höfner und ihre Tochter Charlotte Cordes. Willkommen bei uns im Dreh. Ich habe ein bisschen zugespitzt, weil ich ja auch weiß, dass zu Ihrem Therapieprinzip die Zuspitzung. Das war schon sehr provokativ. Ne? Sehen Sie, und Sie haben auch sofort beide widersprochen. Genau, wir haben sofort reagiert, das klappt auch bei uns. Mittendrin, aber bevor Sie uns das Prinzip Ihres Therapieansatzes erklären, würde ich gerne wissen, wie läuft denn die Saison so während Corona? Haben Sie mehr oder weniger Patientinnen und Patienten? Das war so phasenweise. Also zwischen beim ersten Lockdown bis ungefähr, bis es wieder ein bisschen offener wurde, waren es massenweise Klienten. Dann war ganz wenig und jetzt wird es wieder mehr. Also das war so eine Welle. Und im Moment sind es viele, die wirklich, denen so vor Weihnachten graut. Und die sagen, jetzt auch noch Lockdown und Weihnachten und so. Das kann ich gut nachvollziehen, aber sind auch Paare jetzt besonders unter Druck? Auch Paare sind immer unter Druck. Sind eigentlich immer im Stress, ja. Das ist kein Problem. Und man kann das am besten eigentlich erklären, wenn man es vormacht. Also zum Beispiel ist einer hier, der irgendein Problem hat mit seiner... Sie gleich ja. Ja. Wie, also, welches Problem? Du hast ja das Problem zum Beispiel. Du hättest ein Problem. Nee, welches Problem zum Beispiel? Ja, irgendein Paarproblem. Also wenn man einen Intimpartner hat, grundsätzlich, dann hat man ein Problem. Warum? Ja, weil Männer und Frauen passen nicht zusammen. Das hat schon Loriot gewusst. Also da ist auf jeden Fall... Es ist der Säulenheilige von Radio Bremen. Wir verehren hier ihn zutiefst. Auch. Ich verehre den total. Ja. Und du hast mir vorhin schon gesagt, ja, du würdest... Das ist Sebastian Puffpaff gemeint? Ja, genau. Sebastian, der sagte vorhin, er hätte auf jeden Fall ein Problem. Das darfst du mir nicht ungestraft sagen. Nee, aber jetzt muss ich ja richtig... Dann muss ich kurz meinen Zettel holen. Das ist ein Paarproblem. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches wieder gebe. Nein, du sollst ja gerade spontan aus dem Bauchhaus sagen, was dich ankotzt in deiner Beziehung. Nee, ankotzt nicht. Also wir streiten halt regelmäßig intensiv. Um dasselbe Thema. Ist das gut oder ist das... Nee, da sind wir sehr kreativ. Okay. Also wir finden jedes Mal was Neues. Aber mir hat mal auch eine weise Frau gesagt, eigentlich ist eine Beziehung besteht darin, man wird immer vor die Frage gestellt, ja oder nein beim Partner. Und der Trick ist es, dass die Ja's überwiegen sollten. Und wir kriegen das mit den Ja's eigentlich sehr gut hin. Also wir stehen dann immer vor. Also hast du gar kein Problem, was redest du? Tagtäglich Probleme, aber wir sagen dann trotzdem, ja. Genau. Also Paare, die sich überhaupt nie streiten, die werden mir höchst verdächtig. Ja, das sind die Massenmörder. Aber darf ich da mal konkreter werden? Ja. Wie ist das mit Paaren, die sich streiten, wo der eine nachtragend ist und der andere nicht? Geht das gut? Das ist schwierig, wenn so ein Elefant dabei ist mit so einem Elefantengedächtnis. Also das kann man gut provokativ aufgreifen. Sagen, ja, mit deinem Elefantengehirn, das ist wunderbar, das ist großartig. Da schlägst du sie garantiert in die Flucht, wenn du weiter so ein Elefantengehirn hast. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, das total zu übertreiben, um in der Hoffnung, dass der andere widerspricht. Passiert nicht immer. Aber wir sind sehr... sehr übertrieben in diesem. Wir hatten zum Beispiel, ich hatte kürzlich mal, das ist schon länger her, ein Paar, die völlig verzweifelt waren und gesagt haben, wir lieben uns, aber wir kriegen es nicht gebacken und wir wollen irgendwann mal in 5 Jahren heiraten. Und was kriegen die nicht gebacken? Ihre Beziehung. Ihre Beziehung. Ja, die finden sich, ich habe 10-mal gefragt. Sich lieben, wieso kriegen sie es nicht gebacken? Das weiß ich nicht. Die haben beide geweint und dann habe ich gesagt, warum wollt ihr eigentlich heiraten, wenn ihr euch so scheiße findet? Also mal ganz blöd. Warum trennt ihr euch nicht? Ja, genau. Und, also wir sprechen die Sachen sehr offen an, was wir so merken und übertreiben das noch. Ja. Und, meistens entspannt es die Leute sehr, was ich sehr, sehr interessant finde. Also gerade die Paare. Das ist unglaublich. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, wir steigen quasi ein in das System des Klienten. Ja. Und da, wo die sich ein Bein stellen, da wird es übertrieben. Und ich mache seit über 40 Jahren Paarberatung. Und in über 90% der Fälle schleifen die Frauen ihren Mann in die Therapie. Mhm. Ja. Und dann sagen sie sinngemäß zu mir, reparieren Sie das da. Genau. Den Kerl da, ja. Das da. Weil das da funktioniert nicht so, wie das da funktionieren soll. Und dann sagt man üblicherweise, so wie ich es ursprünglich gelernt habe, am Anfang meiner Laufbahn,
dass man sagt, ja, erinnern Sie sich doch mal dran, wie schön das war, als Sie sich kennengelernt Klassiker, haben. Genau. Ja, und davon so, das nennt man Anknüpfen an die Ressourcen und denkt doch mal, wie schön das war, als ihr das erste Mal euch geküsst habt und so. Und das machen wir natürlich nicht, sondern ich sage, wo haben Sie um Himmels Willen das da gefunden? Ja, also ihr seid eigentlich Emotionssatiriker, so die Überführung der Realität. Ja. Aber im Sinne von, dass man das, was jemand denkt, in so überspitzter Form auf den Tisch legt, also dass derjenige plötzlich merkt, wie absurd das ist, was die da treiben, dass die anfangen, Widerstand gegen ihre eigenen Stolpersteine zu leisten. Machen Sie doch mal ein Beispiel. Sie hat, ich weiß, dass Sie vor kurzem einen besonders heiklen Fall haben, auch sehr aus dem Leben gegriffen. Da ist ein Paar zu Ihnen gekommen und das Problem war, dass sie fremdgegangen war. Das kommt oft. Das ist ein Prototyp. Ja. Also die kommen was wäre dann, wenn man diesen provokativen Ansatz haben wie Sie und im besten Falle das ins Humoreske dann drehen können. Wir steigen an den Stellen ein, wo die feststecken. Und das wäre in dem Fall, es geht jemand fremd und der andere kann es ihm nicht verzeihen oder die andere. Mhm. Und wir steigen genau an der Stelle ein. Das ist schwierig, da eine Patentlösung vorzugeben, weil wir hangeln uns Satz für Satz vorwärts. Wir steigen ein und übertreiben diese ganze Situation, in der sie sich befinden. Also dass der das nicht verzeihen kann, den machen wir riesig groß als Elefanten. Die Elefanten merken sich ja alles, Pferde auch übrigens. Ich bin auch eher der Elefant. Ja. Der Elefant merkt sich alles. Und dann, ich bin beleidigt und dann male ich das oft aus in die Zukunft, wie das dann aussieht, wenn du, jetzt sage ich schon du, ist egal, ist es okay, oder? Fühl dich einfach so. Ich fühle mich einfach so wohl. Ja, hier. Wenn du in 30 Jahren immer noch... Ich hoffe, dass ich die erreiche. Ja? Genau. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung hast, keine Ahnung, aber wenn du jetzt nachtragend wärst, weil die irgendwas Bescheuertes gemacht hat, würde ich dich beschreiben, zum Beispiel, wie du in 30 Jahren aussiehst, wenn du so nachtragend bist. Also dann guckst du verbittert, dann siehst du aus wie ein alter Geier und sitzt so da und denkst dir so, ja, damals vor 30 Jahren hast du mich betrogen. Und spiele es teilweise auch vor. Also ich spiele schon seit über 20 Jahren Impro-Theater und spiele dann das wirklich auch vor. Und solche Bilder, die bleiben oft haften, sodass die oft drüber lachen müssen. Also und dann wegkommen aus ihrem Groll? Die entspannen sich. Also wir sind nonverbal, musst du immer die Haltung haben, ich traue denen zu, dass die da rauskommen. Also wir versuchen ja uns ein bisschen vorzubereiten auf unsere Gäste. Ja. Und was mich bei der Vorbereitung besonders erstaunt hat, ist, dass sie beide sagen, es ist gar nicht so schlimm, wenn zum Beispiel Paare in einer offenen Beziehung leben. Naja, das müssen die selber müssen die entscheiden. Wenn der eine Scheiße findet, der andere. Es gibt keine Garantie dafür, dass sozusagen eine monogame Beziehung besser funktioniert als eine polyamoröse oder eine wie auch immer gestaltete. Was ist das, was dann eine Beziehung zusammenhält, wenn es nicht die Treue ist, was jetzt bestimmt 99% der Zuschauerinnen und Zuschauer das denken. Das hängt doch jetzt von den Einzelnen ab. Ja. Also wenn du sagst, dann sage ich jetzt auch du. Was fällt denn dir eigentlich ein? Ich habe Angst. Also wenn du sagst, die leben eine offene Beziehung. Das ist ja völlig okay. Es gibt alles. Ich meine, man kann ein paar Sachen sind verboten. Du darfst nicht deinen Schäferhund vögeln oder so. Aber wenn du eine offene Beziehung lebst, kannst du machen, wenn beide einverstanden sind. Mhm. Aber in aller Regel sind die sich nicht einig. Und wenn der eine sagt, ha, juhu, ich lebe eine offene Beziehung. Ich habe jetzt schon die dritte Freundin. Und sie hat kein Äquivalent dagegen und ist sauer und ist ständig eifersüchtig. Dann funktioniert es eben nicht, weil sie lieber einen treuen Gatten hätte zu Hause. Und dann kann man so männlich-weibliche Stammesweisheiten wunderbar überspitzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, naja, zu ihr, sie wissen doch, Männer haben 3 Wünsche in ihrer Partnerschaft. Sie wollen essen, vögeln und schlafen. Und sie sind unbeschreiblich tolerant, was die Reihenfolge angeht. Das ist ihr Männerbild angeht. Oder die Rolle, die jetzt spielt? jetzt bin ich mal gespannt. Nein, das hat mit mir nichts zu tun, sondern ich versuche zu erklären, reinzusteigen, wie sehen die Welt. Und dann überstreibe ich das gnadenlos. Mhm. Und wenn die dann nicken, die Frauen, und sagen, stimmt, ja genau, der ist wie so ein Haustier und so weiter und denkt nur ans Vögeln den ganzen Tag. Und, oder andersrum, die Männer kommen nicht zum Zuge und dann sage ich, naja, erkläre ich ihr, dass die Männer eben essen, vögeln und schlafen wollen und sage, und was glauben Sie, wie lange das dauert, bis der so ein Huschi findet? Die sagt, Schatz, du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ja? Also so, ihn bewundert,
Denn die meisten Frauen, das habe ich gelernt in diesen langen Jahren, bewundern ihre Männer zu wenig. Also dieses Ja sagen, das ist bestimmt richtig. Aber dass sie dem Alten mal sagen, ich finde dich echt klasse. Das finden Sie wichtig, dass Sie dass die Männer ein bisschen... Die sind doch wie so ein ausgetrocknetes Pflänzchen in der Wüste, wenn man da ein bisschen Wasser drauf gießt. Die tun alles für ihre Frau. Ich habe mit Staunen gelesen, dass Sie gesagt haben, Ihnen tun die Männer leid heute. Tun sie. Ist auch mal, weil die müssen so eine eierlegende Wollmilchsau sein, ganz oft, hab ich das Gefühl. Also wenn ich, das ist auch nicht immer, aber die kommen oft und die Frauen sind oft eine Karriere, die machen die Kinder, die machen alles. Und die armen Männer, die kommen nicht mehr hinterher. Die müssen dann auch noch das, was sie liefern, das ist so das Grundprogramm. Ja, das reicht noch nicht. Das wird für selbstverständlich gehalten, dass sie Geld verdienen, dass sie ein Haus abzahlen, dass sie die Kinder abends in den Schlaf singen und dass sie was weiß ich alles machen. Und dann kommt sie daher und sagt, aber mein Lieber, wir müssen reden. Und zwar über uns großgeschrieben. Und da kriegt er ja sowieso schon die Krätze. Das ist also für Männer das Furchtbarste, was es gibt, reden über uns. Also das ist schlimmer als ein eingewachsener Zehennagel. Und deswegen, das wollen sie unter gar keinen Umständen. Und dann, weil reden über uns heißt in aller Regel, ich sage dir, mein Lieber, was du gerade alles wieder nicht richtig gemacht hast. Du verstehst mich nicht. Du kannst meine Emotionalität nicht wirklich begreifen. So Zeug. Also bitte, Sebastian. Ja, was soll ich ändern? Ich habe das Gefühl, du hast eine richtige Krise zu Hause. Ja, absolut, mittlerweile auch. Jetzt nach der Sendung hast du ein Problem. Und Charlotte, findet ihr das nicht ein bisschen frauenfeindlich, was ihr gerade sagt? Nein. Also es ist ja so, wir versuchen, wenn wir so arbeiten, das klingt jetzt alles sehr plakativ, wir versuchen einzusteigen in das Weltbild von Mann und Frau. Wenn wir ein Paar da sitzen haben, werden wir nie parteiisch. Also wir sind immer innerlich neutral. Und wir wechseln dauernd die Seiten. Wir machen mal die Frau schlecht, mal den Mann schlecht mit Worten. Aber nie zusammen, ne? Das ist, oder? Doch, selbstverständlich. Wir coachen nicht zusammen. Nein, wir beide. Nein, das wollte ich ja wissen. Der arme Patient sitzt da mit ihren beiden. Also ich mache mit meinem Mann ein paar Beratungen tatsächlich. Der redet nicht so viel. Der ist ruhiger als ich, ja. Okay. Und wir steigen da ein und sind neutral und wechseln immer wieder die Seiten und sagen ja immer nur Sachen, die wir nicht glauben. Also wir sagen Sachen, von denen wir glauben, dass die beiden das denken oder denken könnten und machen die noch größer. Hm. Und dann fühlen die sich oft sehr verstanden und fangen an zu lachen und widersprechen. So. Verstanden. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem Fall, den niemand hier in der Runde kennt, aber sagen wir mal abstrakt. Kommen gelegentlich Paare zu Ihnen, die sagen, wir haben keinen Sex mehr miteinander? Oh, dauernd. Ich hab kürzlich erlebt, da kommt ein Paar und sagt, seit unserem zweiten Kind haben wir keinen Sex mehr. Ich frage auch immer, weil das ist wirklich, wenn die überhaupt nicht mehr miteinander schlafen, das gibt alles, auch als Modell. Man kann auch Brüderchen und Schwesterchen spielen. Wenn beide zufrieden sind, ist gut. Aber wie gesagt, meist ist einer nicht zufrieden. Und dann sagte er, glaube ich, seit unser zweites Kind auf der Welt ist, haben wir keinen Sex mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, wie alt ist denn das zweite Kind? Ich dachte, der sagt jetzt 2 oder 3. Dann sagt er 17. Also, und da dachte ich, okay, also. Naja, und 17 Jahre ist eine ziemlich lange Durchstrecke, das sehe ich ein. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass das ja auch, wenn so jemand kommt und sagt, sie haben keinen Sex mehr seit einer Weile, seit ein paar Jahren vielleicht sogar schon, dass es meistens, wenn man dann mit denen arbeitet, ist es nur der Peak. Da sind Sachen dahinter, die nicht funktionieren. Das habe ich mir fast gedacht. Aber die Frage ist das, kann man das reparieren, wenn man so lange keinen Sex mehr hat? Also wir haben kein Patentrezept, aber wir versuchen, die Sachen, die dahinter liegen, offen zu machen, offen zu legen, indem wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und dass denen klar wird, ich hatte zum Beispiel irgendwann vor einer Weile ein Paar, da war genau dieses Thema. Und die sagten dann danach, boah, wir reden jetzt wieder miteinander, nach dieser Stunde. Da ging es dann gar nicht mehr um den Sex, aber die hatten einfach auch nicht mehr miteinander gesprochen. Hm. Und das hat sich so hochgeschaukelt. Und solche Sachen kommen dann eben hervor, wenn wir so pauschal werden. Wobei das Reden eben, die meisten Frauen möchten reden über uns. Und die Männer würden gerne auch einfach mal so ein bisschen auch quatschen. Das würde mich ganz kurz interessieren. Hast du auch bei dir dabei? Also, erzähl. Weil es ist, hier sitzen ja, ich sag mal, wenn ich das so sagen darf, 2 Generationen von Therapeutinnen. Sehr richtig. Es ist trotzdem der gleiche, immer noch. Ganz kurz, ich bin keine Therapeutin, ich bin Coach. Also das ist vielleicht Aber es ist immer noch der gleiche Ansatz. Hat sich nicht viel verändert oder spricht da jetzt Erfahrung oder Desillusion oder hat sich was verändert? Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass sich sowohl auch Männer und Frauen Bilder oder überhaupt also da kann ich jetzt als alte Schachtel wirklich was dazu sagen, wenn ich das schon so lange mache. Es hat sich was verändert. An unserer Beratungsform oder Therapieform ändert sich insofern
nichts, weil man steigt ein, wir sagen manchmal etwas drastisch, wir gehen in die mentale Unterhose des Klienten und holen das ans Licht, was normalerweise verborgen ist. Und das hat sich verändert insofern, das, was ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht erlebt habe, da war, also ich sage jetzt mal statistisch häufig, da kamen die Männer und haben sich beschwert, dass sie nicht genug Sex kriegen. Wirklich? Ja. Ach, überraschend. Das ist auch ein schöner Einbruch gewesen. Ich wollte mich gerade zu beschweren anfangen. Okay. Wieso? Männer haben den Wunsch, komm nackt und bring was zu essen mit, dann ist alles. Ich habe nur gestaunt, dass jemand deswegen dann in Therapie geht, um sich zu beschweren. Naja, wenn sie den nie kriegen, den Sex, dann ist das natürlich dann. Haben Sie mal, sind die mal auf den Gedanken gekommen, dass das mit Ihnen was zu tun haben mit könnte? Mit mir? Nein, mit den Männern. Ach, Ihnen selbst. Obwohl, auch das wäre ein interessanter Ansatz. Das wäre ein interessanter Ansatz, ja. Also, was ich aber sagen wollte, ist... Schönes Kompliment, by the way. Also in den letzten 10 bis 15 Jahren, würde ich mal sagen, hat sich das sehr oft umgedreht. Dass Nämlich? Die Frauen kommen und sagen, sie kriegen nicht genug Sex. Und wissen Sie warum? Weil ich glaube, und das ist archaisch aus der Steinzeit wahrscheinlich, Männer müssen immer einmal mehr wollen, als sie dürfen. Also die müssen irgendwie noch jagen dürfen. Und wenn die Frau dauernd ihn drängelt und Sex will und ihm auch noch genau vorschreibt, wie er es zu machen hat, dann fällt denen buchstäblich der Schwanz ab. Es geht nicht mehr. Und dann haben die, was Frauen früher hatten, ich habe heute Migräne, ich kann heute nicht, jetzt haben die Männer plötzlich abends Migräne. Das ist wirklich interessant, das gab es früher nicht. Charlotte, sind Sie gelegentlich über solche Ausführungen auch schockiert? Nö, ich kenne Sie ja seit 45 Jahren, also es ist alles gut. Und teilen Sie das, also Generation, ist das generationenübergreifende Einsicht oder sind Sie manchmal auch der Meinung, dass Ihre Mutter daneben liegt? Ach, die ist manchmal schon ein bisschen drüber, das ist schon so, aber sie liegt, also... Naja, ich bin so aufgewachsen mit diesem provokativen Ansatz. Also der Frank Farrelly, der das entwickelt hat in der Psychiatrie, die provokative Therapie, der war oft bei uns im Wohnzimmer, als ich jung war. Und der war noch drastischer. Und dadurch bin ich ziemlich vorgeschädigt. Also ich sage immer, ich bin seit 40 Jahren, 30 Jahren in Dauertherapie, weil ich irgendwie dieses Zeug dauernd. Ja, aber das wollte ich gerade. Wie projiziert man das Gelernte, sage ich mal, auf sich selber, in die eigene Beziehung mit Das einem? Hilft. Das hilft total. Also ich merke immer, wenn ich Stress habe mit meinem Mann oder mit irgendjemandem, in dem Moment, wo man Stress hat, wird es schwierig, weil dann bist du natürlich, dann bist du genervt und hast Schaum vor dem Mund und bist eben nicht mehr dieses, was ich vorhin gesagt habe, so nonverbal wohlwollend und denkst, es funktioniert alles. Das ist nämlich die Basis dafür, wie wir arbeiten. Das relativiert. Das relativiert, dass wenn wir nonverbal nicht neutral sind und wohlwollend und dem anderen zutrauen, du kommst da raus, dann dürfen wir nicht provokativ werden, weil dann wird es ätzend und zynisch und vorführend und aggressiv und dann geht es voll in die Hose. Also es kommen auch immer wieder Leute zu uns, die sagen, oh, ich habe irgendwo das Provokative gelernt und ich hau dann die Leute in die Pfanne und hau denen eins um die Ohren und dann ist alles gut. Das ist es eben nicht. Darf ich was fragen? Ja, na klar. Die Lena Palm, die guckt nämlich schon die ganze Zeit so interessiert, weil sie die will ja heiraten. Ja. Deswegen vielleicht noch mal... Alle ganz mitleidig. Ja, Lena. Dann werden wir sie auch mal kennen. Eine Frau, die eine glückliche Ehe haben will, erst habe ich mir gemerkt, haben wir es beide gemerkt, man muss bewundern. Seinen zukünftigen Ehemann. Ja, was noch? Er darf wirklich nicht so oft Sex bekommen, wie er haben möchte. Das Zweite, was noch? Ich glaube, Humor ist ganz wichtig. Also die Sachen alles nicht so wahnsinnig bierernst zu nehmen, was man so treibt. Also jeder, ihr kennt es alle, wenn ihr irgendwie gestresst seid und im Streit seid, dann habt ihr keinen Humor mehr. Vor allem das nicht so viel. Ja, gut, aber jetzt aber dafür können wir jetzt auch nicht was die Männer sagen. Ja, ich weiß, aber das ist schwierig. Und das ist das jetzt eben, was Felix auch noch mit dir. Ich würde gerne auch noch verstehen, was Felix gesagt hat. Der ist auch relativ neu. Ja, nicht so viel vollnehmen, was die Männer sagen. Wir sagen oft Dinge, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Sehr gut, vielen Dank. Nicht nur die Männer. Aber habe ich das auch einfach verstanden? Einfach nonverbal wohlwollen. Das ist das alles Allerwichtigste. Was heißt das nonverbal wohlwollen? Was heißt das? Also positiv eigentlich die ganze Zeit. Ja, du bist nonverbal, traust du deinen Klienten, den Paaren oder Einzelklienten zu? Wir machen ja nicht nur Paare. Ach, du traust deinem Gegenüber immer nur das Positive zu und nicht dieses Schlimme. Ach, genau, du traust zu, dass du da rauskommst. Also wenn die mit irgendeinem Thema zu uns kommen, dann musst du die Haltung haben, ihr schafft es. Ihr habt euch nur einen riesen Felsblock in den Weg gelegt gerade. Wenn du die Haltung nicht mehr hast, dann funktioniert es nicht, was wir machen. Gibt es denn mal ein Erfolgserlebnis bei Ihnen, dass Leute Ihnen Jahre später schreiben und sagen, sie haben eine Beziehung gerettet? Das passiert wirklich oft. Dauern. Obwohl Sie die Leute im Vergleich zu anderen Therapien nur ganz kurz halten. Ne? Ja, aber ich habe es x-mal erlebt, wirklich, dass mir Paare geschrieben haben, sie haben eine Ehe gerettet und so. Und ich habe wirklich Leute oft, die stehen kurz vor der Scheidung
Und ich bin ja keine katholische Familienberatung, also ob die sich nachher trennen oder nicht, ist mir wurscht, aber die sollten was lernen, sodass sie nicht gleich in die nächste Falle wieder reintreten. Und dann kommen, ich kriege oft Mails, die sagen, ja, das hat unsere Ehe wieder neu auf eine neue Basis Johannes gestellt, sagen wir mal so. Und nochmal mit dem Nonverbalen, das ist das wertschätzendste Vorgehen, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich habe Hypnotherapieausbildung und NLP und Gesprächstherapie und alles Mögliche gemacht, bevor ich das Provokative kennenlernte. Und diese absolute Zutrauen in die Fähigkeiten des Klienten und gleichzeitig, dass man ihn mag, dass man nicht, also das ist ja ein Berufsschaden, da kommt jemand und sagt, sag mir, was ich tun soll. Du bist der Experte, ich zahle Geld, du sagst es mir. Da hat man eine professionelle Verbiegung, wie der Arzt, der sagt, das ist die Leber auf Zimmer 312. Man guckt nur dahin, wo es nicht funktioniert. Und wir sind automatisch, was kann der andere? Ja. Was hat er für Möglichkeiten? Was, Nonverbal. Verbal sagen wir genau, du kannst dich überhaupt nicht ändern, du bist zu alt, zu doof, zu blond, zu dick, zu was weiß ich. Genetisch defekt. Aber das finde ich total spannend, weil ihr seid tatsächlich eigentlich wie Kabarettisten. Ja, natürlich. Also im Grunde genommen ist das... Ja, ich mache ja Kabarett auch. Selbstverständlich, das wusste ich nicht. Ich stehe auch auf der Bühne. Das hat er gewittert. Da bin ich ein großer Fan von dem Programm. Das ist sagen. Aber Johann, du kriegst ja nicht alle Karten, wenn du mal wieder darfst. Ich habe ähnliche Auftritte wie ich gerade. In der Lach und Schieß habe ich 15 Jahre die Kunst der Ehe zur Rüttung gemacht. Das war es, genau. Und da darfst du nächstes Mal... Ich wusste doch, wir kannten uns auch vorher. Er kann sehr gut sicheres Auftreten, mal völlige Ahnungslosigkeit. Ich finde jetzt, dass Johannes mal zu Wort kommt. Johannes will was sagen. Ich muss noch zum Sebastian sagen, wenn du so überzeugend deine Frau anlügen kannst, dann kann nichts mehr passieren. Ja, aber ich will sie ja nicht anlügen. Doch, du musst lernen, Klaus. Doch, du musst lernen. Schatz, es kommen schöne Zeiten auf dich zu. Ja. Leider alles gelogen. Ich habe nur gerade, wir sprachen gerade über dieses, dass Leute schreiben, vielen Dank für die Beratung und alles ist toll, sie haben meine Ehe gerettet. Ob es dann auch auf der anderen Seite Beschwerdemails gibt, die sagen, der Tipp war jetzt nicht ganz so gut. Sie haben mir 8 weitere Höllenjahre Beziehung. Oder danach, gehen Sie so weit, dass Sie sich hinsetzen und den Leuten, auch wenn Sie wirklich selber merken und fest davon überzeugen, das wird hier nichts mehr. Nehmen Sie sich das Recht raus, und zu bewerten und zu sagen, nee, das wird nichts. Meinst du, wenn die das denken oder wenn wir das denken? Wenn ihr das denkt. Wir denken das nicht. Wir sollten das nicht denken. Ah, okay. Wenn wir denken, das klappt nicht, dann würde ich nicht provokativ werden, weil dann sage ich ja das, was ich denke. Und das heißt, ich sollte immer gucken, wenn ich wirklich glaube, die schaffen es nicht mehr, das kann ich ja auch gar nicht beurteilen, da wäre ich ja total arrogant und vermessen, die kommen zu mir und haben eine Stunde oder zwei. Ich weiß ja nicht, also was die dann damit machen, das ist ja, die kennen sich ja viel besser. Das würde ich nie denken. Also ich würde immer nur vergrößern, was die da mit sich machen, aber mit der neutralen Haltung bzw. der wohlwollenden Haltung dahinter. Noni und Charlotte, wir würden Sie wahnsinnig gerne wieder einladen. Schon alleine deswegen, um zu kapieren, warum man lernen muss, als Mann plausibel zu lügen. Das ist mir ein Rätsel, aber das lösen wir nächstes Mal auf. Kommen Sie also bald wieder. Okay. Und ich habe richtig Lust bekommen, bei Ihnen in Therapie zu gehen, um den Elefanten in mir endlich zu töten. Sieht man mir nicht an, aber der ist riesengroß. Ja? Vielen Dank, es war ein Vergnügen.